Vorher möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen. Herr Professor Roschide ist seit 2010 Professor für islamische Religionspädagogik in der Universität Münster und leitet auch dort das Zentrum für islamische Theologie. Seit 2011 ist er Koordinator des Graduiertenkollegs Islamische Theologie und seit 2013 Principal Investigator des Exzellenzclusters Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne, auch an der Uni Münster. Herr Roschide ist bekannt für eine von der Barmherzigkeit Gottes ausgehende Koraninterpretation. Die konnten wir lesen in seinem Buch mit dem Titel Islam ist Barmherzigkeit, was 2015 erschien. Sein neuestes Buch trägt den Titel Gottes Offenbarung in Menschenworten, der Koran im Licht der Barmherzigkeit. Das Buch ist der erste Band der Reihe Herr, das theologische Korankommentar. Er hat mir gerade verraten, dass es 17 Bände dafür gibt. Der zweite Band wird wahrscheinlich im März, hoffentlich, und auch nicht keine 17 Jahre, sondern etwas schneller, wenn es geht. Es ist sehr interessant und wir sind sehr gespannt, natürlich. Also 17 Jahre ist doch eine lange Zeit. Heute wird er erstmal den Vortrag halten. Auch es geht wieder um Barmherzigkeit. Der Titel des Vortrags ist Die theologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen an die Rede von einem barmherzigen Islam. Mohammed, ich übergebe dir das Wort und wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Susanne Schröter, vielen Dank zuerst für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, freue mich auch auf die Diskussion. Ich weiß auch, dass auch kritische Stimmen ja immer wieder auch dich, liebe Susanne, angreifen und meinen, wieso gibst du jetzt sogenannten Islamkritikern wie Hamid Abdelsamad oder anderen Bühne. Dazu wollte ich, bevor ich anfange, nur zwei Sätze loswerden. Folgendes. Eigentlich eine Religion, die den Anspruch stellt, eine Universale sein zu wollen. Also der Islam stellt nicht den Anspruch, nur eine Religion des 7. Jahrhunderts auf der arabischen Halbinsel gewesen zu sein, sondern er sieht sich als eine universale Religion, die Menschen auch heute im 21. Jahrhundert überall in der Welt anspricht. Und so eine Religion, die diesen Anspruch stellt, muss ja immer wieder sich reflektieren und nach vorne kommen. Und deshalb braucht man ja Kritik. Man braucht auch Religionskritik, weil die Kritik, wenn man sie ernst nimmt, dient dazu, dass man seine eigenen Argumente schärft, womöglich auch revidiert, neue Argumente, neue Gegenargumente entwickelt. Also man braucht so diese Reibungsfläche, an der man wächst. Und wünschenswert wäre natürlich gewesen, dass solche Diskurse innerislamisch stattfinden, gerade hier in Deutschland. Aber ich vermisse die innerislamisch, dass die Muslime selbst solche Fragen und auch heikle Fragen und aktuelle Fragen, kritische Fragen, dass sie selbst auch Räume dafür schaffen für das Pro und Contra, dass Muslime selbst an Hamid Abdelsamad auch einladen sein, wir wollen diskutieren über diese und jene These oder über dieses und jenes Buch. Nicht alles, was Hamid Abdelsamad oder andere Islamkritiker sagen, ist falsch oder ist nicht in Ordnung. Manches muss man auch zur Kenntnis nehmen und rational darauf reagieren. Allerdings, wenn ich jetzt, und das muss ich auch loswerden aus aktuellem Anlass, wenn ich sehe, wofür die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich als Körperschaft des öffentlichen Rechts diese Tage Geld sammelt. Man sammelt Geld, weil man klagen möchte gegen das Vorhaben der Regierung in Österreich, Volksschulkinder, wie es in Österreich heißt, Volksschulmädchen, das Kopftuch zu verbieten. Volksschule in Österreich, das gilt nur bis zum 10. Lebensjahr, nicht wie die Grundschule in Deutschland. Das heißt, man will ja Mädchen verbieten, das Kopftuch zu tragen in der Schule unter 10 Jahren, wenn die Mädchen unter 10 Jahren. Die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich will dagegen klagen, gegen dieses Verbot. Also man will sich dafür einsetzen, dass das nicht verboten wird. Indirekt will man sich ja für ein Kopftuch für 7-, 8-, 9-Jährige einsetzen. Dafür sammelt man Geld. Ich hätte mir
vielmehr gewünscht, dass Geld gesammelt wird für Aufklärungskampagnen, dass man sagt, wir müssen die Eltern aufklären. Ein Mädchen mit 7, 8 Jahren kommt nicht von alleine auf die Idee, Kopftuch zu tragen. Das kommt ja von den Eltern. Wir wissen, welche Milieus, das sind meist eher fundamentalistisch, salafistische Milieus, die ihren Mädchen oder ihren Töchtern in dem Alter ein Kopftuch aufzwingen. Da müsste man auf seitens dieser Mädchen eigentlich sein und Geld investieren, um ihnen zu helfen, indem man die Eltern aufklärt. Aber wenn die innerislamischen Diskurse nur in die eine Richtung gehen, dass man sagt, nein, wir sehen uns nur als Opfer und klagen und wir machen uns stark für das Kopftuch für Minderjährige, dann ist das sicher der falsch geführte Diskurs. Und das ist nur ein Beispiel von vielen anderen Beispielen, die in meinen Augen nicht in die richtige Richtung, also innerislamisch nicht in die richtige Richtung gehen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch genug auch positive Beispiele haben. Aber ich rede hier nur von innerislamischen, theologischen Fragestellungen. Dafür misse ich in der Tat die entsprechenden theologischen Diskurse. Übrigens, nach dem Selbstverständnis des Korans, der Prophet Mohammed war nichts anderes als ein Religionskritiker. Ja, was sonst? Was hat er gemacht? Er hat ja Kritik geübt und viel Kritik auch geübt an religiösen Traditionen der Menschen damals im 7. Jahrhundert, auch an sozialen Traditionen, die religiös begründet wurden. Und das war ja sein Projekt, Religionskritik. Das heißt, wenn wir von Religionskritik sprechen, im Sinne von immer hinterfragen, reflektieren, revidieren, die Offenheit haben, auch Kritik zuzulassen, dann stehen wir Muslime in der Tradition unserer Propheten Mohammed, und das ist dem Islam nichts Fremdes eigentlich. Aber jetzt komme ich zum Eigentlichen. Es geht, wie angekündigt, um die Frage, die theologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen an die Rede von einem barmherzigen Islam. Schon der Titel impliziert mehrere Schwerpunkte. Wir sprechen von einem barmherzigen Islam. Was ist das? Gibt es einen barmherzigen und einen nicht barmherzigen Islam? Das wird der erste Punkt sein, auf den ich eingehen werde. Dann die Frage, und was sind die Konsequenzen eines barmherzigen Islams? Also was sind die gesellschaftlichen Konsequenzen auch? Und dann die Frage, und was sind jetzt die theologischen Herausforderungen für die Rede, an die Rede von einem barmherzigen Islam? Und dann, was sind die gesellschaftlichen Herausforderungen? Das wird der vierte Punkt, und ich schließe ab mit einem kurzen Resümee als fünften Punkt. Zum ersten Punkt. Was ist ein barmherziger Islam? Aber vorher die Frage, gibt es überhaupt, es kann sein ja, dass gerade Muslime vor allem irritiert sind, ja was heißt denn das, ein barmherziger Islam? Weil die Rede von einem barmherzigen Islam impliziert, dass es einen anderen nicht barmherzigen Islam gibt. Und wir hören sehr oft in einer gewissen Apologetik den Satz, es gibt nicht den deutschen und den europäischen und den saudischen Islam. Islam ist der Islam. Es gibt keinen barmherzigen und unbarmherzigen Islam. Es gibt nur den Islam. Also diese Vorstellung, als wäre der Islam, so wie wir ihn heute kennen, ein homogenes Paket, das von Himmel gefallen ist, das ist eine Utopie. Der Islam, so wie wir ihn heute kennen, ist nicht so vom Himmel gefallen, sondern über viele Jahrhunderte gewachsen. Wir haben vorhin im Vortrag von Frau Schröter einige Schulen gehört. Es gibt ja die Sunniten, es gibt die Schiiten, es gibt die Ibaditen, es gibt die Ahmadiyya, es gibt auch andere Schulen. Es gibt ja die innerhalb des sunnitischen Islams gibt es die verschiedenen Rechtsschulen, hanafitischen, malikitischen, schafiitischen, hanbalitischen. Es gibt, wenn es um die Gottesfrage geht, auch Schulen, maturiditischen, ascharitischen, mu'tazilitischen und so weiter. Diese Schulen sind nicht zu Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert entstanden, sondern Jahrhunderte nach seinem Tod. Deshalb können wir nicht sagen, dass der Islam, wie wir ihn heute kennen und reflektieren und praktizieren, dass der so als Stück so vom Himmel gefallen, sondern das sind Auslegungen, Interpretationen der Muslime. Das heißt, ist es nicht so, dass der Islam durch diese Türe hineingeht und sagt, ich stelle mich euch vor, ich bin das Subjekt, ich bin der Islam, ich erzähle euch was über mich, sondern wir Muslime interpretieren, legen aus, leben den Islam, und der Islam ist deshalb letztendlich das, was wir Muslime daraus machen. Ein Islam von IS ist ein Islam, aber ein
eine bestimmte Lesart des Islams. Der mystische Islam, der Sufi-Islam ist auch eine Lesart des Islams. Der wahhabitische Islam oder salafistische Islam ist eine Lesart des Islams. Und so weiter. Also es gibt eine Bandbreite an Lesarten des Islams. Und viele Muslime wie Nicht-Muslime würden ja zustimmen, dass ein Islam, der sich für Extremismus oder der Extremismus legitimiert wie ein Islam von IS, ist nicht gerade ein barmherziger Islam ist. Und deshalb ist die Rede von einem barmherzigen gegenüber einem nicht barmherzigen Islam eine berichtigte Rede. Aber dennoch, und jetzt komme ich zum Eigentlichen, was macht einen Islam zu einem barmherzigen Islam aus? Worauf kommt das an? Und ich kann das Ganze nur in Stichworten skizzieren, auch jenseits von theologischen Terminen, auch wenn ich ein bisschen jetzt kurz für ein paar Minuten theologisch werde, aber ich weiß, dass das Publikum hier jetzt, also ich richte mich nicht an Theologen als Zielgruppe und deshalb breche ich das herunter in Stichworten nur, um das zu skizzieren, was ein barmherziger Islam ist. Ausgangspunkt eines barmherzigen oder Ausgangspunkt der Rede von einem barmherzigen Islam ist ein entsprechendes Gottesbild. Wir sprechen von einem barmherzigen Gott im Sinne von einem in sich vollkommenen Gott. Das klingt banal, aber das ist entscheidend. Die Rede von einem in sich vollkommenen Gott. Warum? Ein in sich vollkommenes Gottesbild ist nicht darauf angewiesen, Menschen zu erschaffen, Menschen hervorzubringen, weil dieser Gott etwas für sich braucht, sondern da geht es um einen Gott, der nur geben will, bedingungslos schenken will und nichts für sich haben will, weil er in sich schon vollkommen ist. Er braucht nicht etwas, er braucht nicht angebetet zu werden, er braucht nicht, dass Menschen an ihn glauben, um zu seiner Vollkommenheit zu kommen. Er ist in sich vollkommen. Und das ist übrigens in der Theologie das, was die drei monotheistischen Religionen gemeinsam haben, Islam, Christentum und Judentum, dass wir alle drei Religionen von einem in sich vollkommenen Gott sprechen, wenn wir diesen Gott theologisch, philosophisch verteidigen wollen, also die Idee überhaupt von einem Gott. Es gibt Religionskritiker, also zum Beispiel Hamd Abdussamad oder Michael Schmidt-Salamon, sie kritisieren überhaupt eines Gottesbildes oder habt die Idee von einem Gott, gerade Michael Schmidt-Salamon in seinem Buch Evolutionärer Humanismus, wo er dann sagt, ja, wenn Gott, so wie die Gläubigen ihn beschreiben, das ist ja ein narzisstisches Wesen, ein Wesen mit Minderwertigkeitsgefühlen, der gekränkt wird, wenn an ihn nicht geglaubt wird oder wenn er widersprochen wird. Aber jeder Theologe würde sagen, Moment, mit diesem Gottesbild hat jeder, auch Theologe, ein Problem, weil das ist nicht die Rede von einem Gott. Das ist in der Tat die Rede von einem Wesen, das in sich nicht vollkommen ist und angewiesen ist auf die Erschaffung von Menschen, die ihn anbeten, um erst dann zu seiner Vollkommenheit zu gelangen. Ansonsten wäre er noch nicht vollkommen ohne seine Anbetung. Das heißt, wenn wir von einem barmherzigen Gott sprechen, sprechen wir von einem in sich vollkommenen Gott, der nur bedingungslos geben will, ohne für sich was zu haben. Bedingungslos geben ist ein Synonym für Liebe. Das ist ein liebender Gott. Und deshalb sagen wir in der Theologie, stelle jetzt die These, wenn es überhaupt einen Gott in der Welt gibt, dann kann er nur ein liebender Gott sein. Anders geht es nicht. Also ein Gott, der nicht, also kein liebender Gott, kein barmherziger Gott ist, der kann nicht Gott sein nach der Definition von Gott als Wesen, das in sich vollkommen ist. Die Rede, die koranische Rede vom barmherzigen Gott, und da verwendet der Koran den arabischen Begriff mit einem syro-aramäischen Ursprung, Ar-Rahman. Ar-Rahman ist ein syro-aramäisches Wort, bedeutet der liebende Gott. Und das ist das Wort für den barmherzigen Gott, das im Koran sehr oft vorkommt. Sie wissen ja, dass 113, 114 Suren mit dieser Formel, also koranische Suren mit dieser Formel beginnen, im Namen Gottes des Allbarmherzigen, des Al-Erbarmers, Allbarmherzigen, also Ar-Rahman, also der liebende Gott. Also es kommt immer wieder vor im Koran, diese Bezeichnung Gottes als der liebende Gott. Was hat das jetzt für Konsequenzen, die Rede von einem in sich vollkommenen Gott, also von einem liebenden Gott, der nur bedingungslos geben will? Und was hat das Ganze mit einem aufgeklärten Bild vom Islam? Entscheidende Konsequenz vom Rede von einem barmherzigen, liebenden Gott ist, dass dieser Gott, wenn er
nicht deshalb Menschen erschaffen hat, weil er auf sie angewiesen ist, sondern nur bedingungslos geben will. Entscheidende Konsequenz ist das entsprechende Menschenbild. Es geht hier nicht mehr um ein Menschenbild, ein Mensch als Objekt der Religion, sondern jetzt ist der Mensch ein Subjekt der Religion. Der Mensch bestimmt sich selbst, denn es geht nicht um einen Gott, dem es um Unterwerfung geht. Es geht nicht um Gesetze, es geht nicht um eine Liste von erlaubten Verbotenen. Wenn ich mich daran halte, dann habe ich diesem Gott etwas gegeben, sondern es geht um mich als Menschen. Der Koran übrigens auf einer ontologischen Weise, also existenziellen Weise, erzählte das in der Schöpfungsgeschichte. Dort heißt es, als Gott Adam erschaffen hat, Adam steht auch nur symbolisch in dieser Schöpfungsgeschichte, im Koran steht symbolisch für den Menschen, als Gott Adam erschaffen hat, hat er von den Engeln verlangt, sie sollen sich niederwerfen vor Adam, also nicht vor Gott, sondern vor Adam. Also Adam stand in der Mitte, also man kann sich diese Szene so bildlich machen, aber Millionen vielleicht von Engeln sammeln sich in einem Kreis und in der Mitte Adam und alle werfen sich nieder vor Adam. Nur symbolisch, um zu zeigen, es geht um den Menschen. Es geht also um eine anthropologische Wende Richtung des Menschen. Und da entsteht ein Menschenbild, wie gesagt, wenn wir von einem in sich vollkommenen Gott sprechen, also von diesem liebenden Gott sprechen, wo der Mensch das Subjekt ist, das in der Mitte steht, worum es auch dann geht. Also wir können die koranische Botschaft in einem Stichwort so kürzen und sagen, es geht um das Subjektwerden des Menschen, um die Selbstbestimmung des Menschen. Es geht um den Menschen an sich. Religion wäre nichts anderes als ein Medium der Entfaltung dieses Subjektwerdens des Menschen in einer Liebesbeziehung zu Gott, weil es geht ja um die Gott-Mensch-Beziehung als, wie gesagt, Liebesbeziehung. Es geht nicht um Gesetze, also hier Religion wäre nicht mehr eine Gesetzesreligion oder in diesem Sinne verstandene Religion, wo es um Gesetze, um Unterwerfung geht, sondern es geht um Beziehung, es geht um Vertrauen. Die Offenbarung, spricht der Koran, ist keine monologische Belehrung mehr. Frau Schröter hat uns gerade Beispiele gezeigt, Fundamentalisten würden das wortwörtlich lesen. Wir haben es gesehen, 4,34, oder ich wurde vorhin gefragt von einem Journalisten zu 4,11, 4. Sure 11, wo es um die Erbschaft geht. Die Töchter bekommen die Hälfte von dem, was ihre Brüder bekommen, ein Erbe. Ein Fundamentalist, der das lesen würde, auf einer fundamentalistischen Lesart, also wortwörtlichen Lesart, als monologische Belehrung Gottes, die ahistorisch ist, die nicht in einem bestimmten historischen Kontext zu verorten ist, sondern ist es ahistorisch, überzeitlich, würde solche Verse so lesen, dass das eine überzeitliche Belehrung ist. Das sind Instruktionen, das sind Gesetze, Gottesgesetze, an die wir uns halten müssen und wir dürfen sie nicht relativieren, sonst wäre das eine Verfälschung von Gottes Wort. Wenn ich aber von einem Gott spreche, dem es um den Menschen geht, dann weiß ich, dass ich das alles nicht als monologische Belehrung wahrnehme, sondern als eine offene Kommunikation. Das heißt, also Kommunikation bedeutet immer, die Situation spielt hier eine entscheidende Rolle, eine konstruktive oder konstruiert schon die Rede selbst. Die historische Situation. Und deshalb brauche ich die historische Situation, um zu verstehen, wieso steht dies oder jenes im Koran und wie würde ich das heute verstehen. Das macht man längst mit der Bibel. Keiner käme auf die Idee, gerade aus dem Alten Testament, wo auch das Frauenbild viel düsterer ist als im Koran oder Thema Gewalt auch viel stärker, intensiver vorkommt. Keiner würde auf die Idee kommen, das Wort wörtlich als göttliche Belehrung zu lesen, sondern man verortet das im historischen Kontext, bis auf natürlich Evangelikale oder Fundamentalisten gibt es, wie Frau Schröter es angedeutet hat, in allen Religionen, bei uns im Islam genauso, gibt es noch immer verbreitet, auch welche, die das alles wortwörtlich lesen als monologische Belehrung. Aber die Rede von einem barmherzigen Gott oder vom barmherzigen Islam impliziert eben auch, dass wir die Offenbarung, sprich den Koran, nicht als eine monologische Belehrung wahrnehmen und nicht als abgeschlossen. Das letzte Wort wurde noch nicht gesagt im Koran, sondern die Menschen, die nehmen das Koran in ihr Leben oder der Koran begleitet sie in ihrem gelebten Leben und sie interpretieren
den Koran weiter und bleiben nicht stehen bei einer bestimmten Entwicklung im 7. Jahrhundert, die vielleicht für das 7. Jahrhundert sogar eine positive Entwicklung war, wie wir am Beispiel der Erbschaft der Mädchen sehen, wo sie vor islamischer Zeit nichts an Erbe bekommen haben. Für sie war die Hälfte schon ein revolutionärer Schritt, wo viele Gefährten des Propheten sogar protestiert haben. Für sie war das zu viel, also eine Entwicklung, die für sie fremd war. Für uns wäre das ein Rückschritt, wenn wir da stehen bleiben würden. Also das gehört auch zur Rede von einem barmherzigen Islam, den Koran in seinem historischen Kontext so verorten. Vielleicht letzter Punkt oder letzte Konsequenz, wenn wir von einem barmherzigen Islam sprechen. Wie gesagt, es geht um das Subjektwerden des Menschen, den Mensch in seiner Mündigkeit wahrzunehmen, und das hat auch eine pädagogische Konsequenz für die Frage der religiösen Erziehung. Wie betrachte ich die Adressaten religiöser Beziehung, sei es jetzt die Kinder in der Familie, sei es jetzt in der Moschee, im Religionsunterricht, Adressaten religiöser Erziehung. Sind das Objekte, ich vermittle nur, ich trichte ein, nur Inhalte, oder sie selbst sind konstitutiv für diesen Prozess der religiösen Erziehung. Ich nehme sie wahr in ihren Erwartungen, Hoffnungen, Ängsten und in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit. Das spielt auch eine Rolle, wo es nicht mehr um Unterwerfung gegen ein Gesetz geht und wo ich nur Gesetze vermittle, sondern ich befähige junge Menschen zur Mündigkeit, dazu, dass sie ihre Religiosität selbst in die Hand nehmen. Das wäre auch die Konsequenz, die pädagogische Konsequenz aus der Rede von einem barmherzigen, barmherzigen Islam oder barmherzigen Auslegung des Islams. Ich habe nur ganz kurz skizziert jetzt, was die Bedeutung von einem barmherzigen Islam ist. Wie gesagt, Ausgangspunkt ist die Rede von einem barmherzigen Gott, der in sich vollkommen ist, und deshalb ihm geht es um den Menschen, nicht um sich selbst. Es geht nicht um ein narzisstisches Gottesbild, sondern um ein vollkommenes Gottesbild, das nur geben will. Und deshalb muss man entsprechend die ganze Religion so reflektieren, auch religiöse Rituale und so weiter. Es ist nichts für Gott gedacht, sondern es ist alles nur für den Menschen gedacht. Also Religion von Mensch aus zu denken, also diese anthropologische Wende, für die steht ja gerade ein barmherzig verstandener Islam und macht sich stark dafür, mit den entsprechenden, wie gesagt, Konsequenzen, dass der Mensch hier nicht als Objekt, sondern als Subjekt sieht. Er bestimmt sich selbst auch in religiöser Hinsicht. Sehr wichtig für unsere ganze Diskussion auch der Umgang mit dem Koran, die Offenbarung und die Konsequenz der religiösen Erziehung. Was sind jetzt die Herausforderungen, die theologischen wie auch die gesellschaftlichen, dass so ein Islambild sich durchsetzt? Was muss sich ändern in der Theologie, was muss sich ändern in der Gesellschaft? Was spricht dafür, was spricht dagegen? In der Theologie, ganz kurz, alles nur in Stichworten. Wir haben die große Herausforderung, dass der sogenannte juristisch-normative Diskurs überwiegt in der islamischen Theologie. Also wenn wir über den Islam lesen, wenn jemand sagt, ich möchte religiös werden, dann als erstes, was im Bewusstsein auftaucht, ist die juristische Frage. Was darf ich, was darf ich nicht, woran muss ich mich halten? Ich habe bis jetzt dies und jenes so gehandhabt, wie muss ich das jetzt machen? Es ist weniger die spirituelle Frage, die in den Vordergrund steht, oder die ethische Frage nach Beziehung zu Gott, nach Beziehung zu seinen Mitmenschen, nach ethischem Verhalten, sondern die erste Frage, die auftaucht, ist die juristisch-normative im Sinne von was darf ich nicht. Ist dieser juristische Diskurs überwiegt, das kritisieren viele Gelehrte, das hat schon Al-Ghazali 1111 verstorben, also Anfang des 12. Jahrhunderts ist er gestorben, hat er das beklagt, dass der juristische Diskurs überwiegt, und deshalb hat er sein bekanntes Buch geschrieben mit dem Titel Wiederbelebung der Islamwissenschaften, Wiederbelebung, und er erklärt das in der Einleitung. Es ist etwas gestorben, was wir wiederbeleben müssen, und er erklärt das und er sagt, das Herz ist gestorben. Wir machen uns viele Gedanken, wenn wir über das Gebet also schreiben oder uns Gedanken machen über das Fasten, alles im juristischen Sinne. Wie genau, wie stehe ich richtig, wie mache ich das richtig, kommt Ramadan, ja, um wie viel Uhr auf der Sekunde
was darf man nicht, dann kommen haufenweise Fragen, darf ich Zähne putzen beim Fasten, nicht und dies und jenes. Also diese juristisch-normativen Fragen überwiegen. Das hat Ghazali im 11., 12. Jahrhundert schon beklagt und sagt, und wo ist das Herz, wo ist das Herz dabei, wo ist die Spiritualität? Und dieses Problem, was Ghazali damals beklagt hat, in einem Buch von 5 Bände, begleitet uns noch zum Teil bis heute noch, dass diese spirituelle Dimension, die ethische Dimension der Religion noch immer stark verdrängt wurde und wird. Und zwar an dessen Stelle kommt oder an deren Stelle kommt, wie gesagt, eher der normative Diskurs. Die andere Herausforderung ist, wie gesagt, betrifft auch die Frage der Offenbarung, die Lesart des Korans. Zugegebenermaßen müssen wir Muslime auch selbstkritisch sagen, dass die wortwörtliche Lesart, auch wenn wir viele Ansätze in der Tradition hatten und heute auch Ansätze haben für ein historisches Bewusstsein des Umgangs, für den Umgang mit dem Koran, überwiegt noch immer die wortwörtliche Lesart. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel die Mu'taziliten, das ist eine Gruppe, die ihre Höhepunkte im 8. 9. Jahrhundert hatte, als der Kalif, der abbasidische Kalif Ma'mun, sie zur Staatsdoktrin gemacht hat, und die sind bekannt als die rationalistische Schule im Islam. Die wurde später stark angegriffen, bis hin, dass man den Mu'taziliten den Glauben abgesprochen hat, und deren Diskurs hat sich nicht durchgesetzt. Und wenn jemand wie der bekannte ägyptische, 2010 verstorbene Nasser Hamed Abu Zeid, der auch der Koranforscher, sich als Neo-Mu'tazilit definiert hat, wo es um die Frage nach Erschaffenheit, Nicht-Erschaffenheit des Korans, die Möglichkeit, den Koran in seinem historischen Kontext zu verorten, als er in den 90er Jahren sein Buch geschrieben hat, den Koran als Text, um nicht zu widersprechen, dass der Koran, oder zu bestreiten, dass der Koran göttlich sei, aber er meinte, es ist Gottes Menschenwort, im Sinne von, wir können den Koran und sollen ihn auch mit menschlichen, profanen Instrumenten, Werkzeugen untersuchen, wie jeder andere Text, ohne dem abzusprechen, dass er auf Gott zurückgeht. Und Sie kennen sicher auch die Geschichte von Abu Zeid, dass er das gesagt hat, wurde zwang geschieden von seiner Frau und musste in Exil dann letztendlich leben, bis er in Holland, wie gesagt 2010, dann verstorben ist. Also es war keine Selbstverständlichkeit, dass Abu Zeid von der historischen Kontextualisierung des Korans spricht. Heute, wenn er heute das sagen würde, was in den 90er Jahren sagt, hätte er mehr Raum dafür bekommen, sicher, und hätte man ihn sicher nicht zwang geschieden von seiner Frau und zum Teil ihm den Glauben abgesprochen, aber ist es noch immer nicht die Mainstream-Lesart des Korans. Heute muss man auch offen und selbstkritisch sagen. Das bezieht sich, also dieses historische Bewusstsein bezieht sich nicht nur auf den Umgang mit dem Koran, sondern überhaupt auf den Umgang mit der prophetischen Tradition, sogenannte Sunna, auch mit dem Umgang mit bestimmten oder überhaupt mit theologischen Positionen, also innerhalb der islamischen Theologie. Vieles müssen wir auch heute im historischen Kontext der Gelehrten damals verorten und nicht eins zu eins das ins Heute übertragen und hier, sondern einfach im historischen Kontext verorten. Vielleicht ein letzter Punkt, der kritisch ist als theologische Herausforderung an die Rede von einem barmherzigen Islam, ist die Frage danach, wie pluralitätsfähig ist die islamische Theologie? Also wie sieht das Verhältnis zu Andersgläubigen, zu Nichtmuslimen? Sind das Andersgläubige, sind das Nichtmuslime oder sind das Ungläubige? In wie viel Raum hat der Islam oder wie pluralitätsfähig ist denn der Islam, ist auch eine Frage, eine offene Frage, weil was sich noch immer in der islamischen Theologie bis heute durchgesetzt hat, ist die Rede vom Exklusivismus in religiöser Hinsicht. Also Gott gehört nur den Muslimen oder ist nur den Muslimen gnädig zugewandt. Alle anderen haben nur Platz in einer ewigen Hölle, nicht im Himmel. Mit vielen, also ich will jetzt nicht auf Details eingehen, aber mit vielen Konsequenzen von dieser Rede von einem exklusivistisch verstandenen Islam. In meinen Augen ist das noch immer eine große Baustelle, an der wir arbeiten müssen in der Theologie. Ich erinnere aber, dass in der katholischen Kirche bis in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts dieser religiös begründete Exklusivismus noch stark vertreten war, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Zum ersten Mal wurde das ganz klar unmissverständlich dann
abgelegt, zumindest also in der Theorie. Na gut, bei uns gibt es auch vieles in der Theorie. Nun, die gesellschaftlichen Herausforderungen, das sind auch skizziert, nur in Stichworten, für jedes Stichwort, für jeden Satz oder für jeden Aspekt könnte man einen eigenen Vortrag halten von den theologischen Herausforderungen. Aber ich komme schnell zu den gesellschaftlichen Herausforderungen, die in meinen Augen auch wichtig sind, aber auch hier nur Stichworte. Auf muslimischer Seite, aber auch auf nicht muslimischer Seite, um in der Tat nicht jetzt den Begriff der Mehrheitsgesellschaft, Susanne Schröter zu Recht auch kritisiert hat, hier zu verwenden, verwende künstlich jetzt muslimisch und nicht muslimischer Teil der Gesellschaft, nur um die Hausaufgaben klar zu definieren, wer muss welche Hausaufgaben machen. Wir haben einen noch herrschenden patriarchalischen Diskurs innerhalb von vielen muslimischen Familien, nicht weil sie muslimisch sind, weil sie muslimisch sind, sondern weil sie aus Gegenden und Strukturen kommen, die patriarchalisch sind. Also denken Sie an Zwangsehen und Ehrenmorde, die genauso verbreitet sind unter armenischen, türkischen wie unter muslimischen. Die Religionszugehörigkeit ist weniger das Problem, sondern die patriarchalischen Strukturen an sich. Und das ist etwas, was noch immer stark verbreitet ist, auch in der muslimischen Community. Denken Sie auch an die typischen Erklärungen. Wir hatten ja im Mai die Frage nach dem Kopftuch. Denken Sie an die typischen Erklärungen, warum eine Frau Kopftuch tragen soll. Das sind patriarchalische Erklärungen. Ich rede nicht jetzt, es geht nicht um die Frage Kopftuch ja oder nein, sondern es geht um die Erklärung. Also was benutzen viele, gerade Theologen auch, um zu erklären, warum Frauen Kopftuch tragen sollen. Das sind patriarchalische Argumente. Das Hauptargument ist, die Frau sollte ihre Reize bedecken. Die Frau wird damit reduziert auf ein sexuelles Objekt. Das ist ein sexistisches Argument. Genauso das Argument, warum darf eine muslimische Frau nicht vorne als Imamin stehen vor Männern. Es kommt wieder ein sexistisches Argument, weil die Männer dann sagen würden, ja, das lenkt mich ab, wenn eine Frau vor mir betet. Also man reduziert sich selbst auf ein sexuelles Tier und man reduziert die Frau vor ihm auf ein sexuelles Objekt. Und das ist nicht unproblematisch. Dabei sind das rein patriarchalische Auslegungen, weil wir, wenn wir uns die Tradition und die Realität sehen, einerseits die Muslime seit dem 7. Jahrhundert bis heute, wenn sie pilgern in Mekka, bis heute beten Männer und Frauen gemischt. Also nicht irgendwie Männer auf der Seite und Männer, sondern ich habe selber in Mekka gebetet und es ist sehr eng dort. Und eine Frau rechts und links, die also klebten richtig an mir und so. Und glauben Sie mir, man denkt nicht in einer sexistischen Art und Weise. Das sind nur Projektionen von Männern in bestimmten patriarchalischen Strukturen. Es gibt von bekannten muslimischen Gelehrten, also niemand geringer als Ibn Taymiyyah zum Beispiel, auf den ausgerechnet Salafisten sich berufen, Aussagen, schreibt er, nachzulesen in seinen Büchern, dass wenn Frauen qualifiziert sind, besser qualifiziert als Männer, dann dürfen sie vor den Männern das Gebet führen, vor Männern als Imaminnen beten. Das sind also Positionen innerhalb der islamischen Tradition, die wenige Muslime heute kennen. Und weil man die eigene Tradition nicht mehr kennt und sich damit auseinandersetzt, denkt man, das sind ja neuere, moderne Erscheinungen, wenn wir davon sprechen, Frau als Imamin zum Beispiel. Oder noch einmal zu reflektieren, Kopftuch, geht das wirklich um die Sexualität eigentlich? Also geht das wirklich nur um Reize zu bedecken? Aber warum durften zu Prophet Mohammed Zeit, auch zu Prophet Kalifen, muslimische Sklavinnen nicht einmal beim Gebet Kopftuch tragen? Also ist das eher was Religiöses oder war das eher ein soziales Unterscheidungsmerkmal, wie man heute weiß, zwischen freien Frauen und Sklavinnen? Und das erste Kopftuchverbot in der islamischen Tradition kam von niemand geringerer als von dem zweiten Kalifen Omar, wie wir das überliefert bekommen haben, als er eine Sklavin gesehen hat, die Kopftuch getragen hat und hat sie sofort gezwungen, das Kopftuch abzulegen. Er sagt, du bist Sklavin, darfst kein Kopftuch tragen, nicht einmal beim Beten.
Das war nicht das Thema. Das Thema war patriarchalische Strukturen, weil mir geht es um die Argumentation, die patriarchalischen Argumentationen, die von Männern eher erfunden sind oder konstruiert sind und dann von Frauen, leider Gottes, zum Teil von Frauen auch wiederholt werden, diese patriarchalische Strukturen, ohne kritisch zu reflektieren, wir reden über Religionskritik gerade, kritisch zu reflektieren, stimmen überhaupt diese Argumente oder wiederholen wir nur von Männern konstruierte Argumente. Das Problem mit der Verkennung der eigenen Tradition hat mit dem eigentlichen Problem, auf das ich eingehen möchte, ganz kurz in 5 Minuten zu tun. Auf beiden Seiten. Die Verkennung der eigenen Tradition verursacht ein fehlendes Selbstbewusstsein. Wenn ich meine eigene Tradition nicht kenne, wenn ich nicht weiß, was macht mich eigentlich zu einem Muslim aus, dann bin ich angewiesen auf den anderen, um zu sagen, wer ich nicht bin. Ich kann nicht sagen, wer bin ich eigentlich. Ich bin nur nicht der andere. Ich bin nicht der Schweinfleisch isst oder Alkohol trinkt. Ich bin nicht der andere. Aber was macht mich aktiv zu dem, was ich bin? Was macht mich zu einem Muslim aus? Und die fehlende klare Antwort, wenn man nicht weiß, sich selbst zu definieren aktiv, dann reduziert sich hier der Islam. Und das ist das eigentliche Problem, auf das Susanne Schröter vorhin kurz eingegangen ist. In meinen Augen ist das die eigentliche Herausforderung an die Rede von einem barmherzigen, aufgeklärten, europäischen, wie immer man das nennen will, Islam, ist die Frage die Herausforderung der Reduzierung des Islams auf diese identitären Ebene. Dass er ausgehöhlt wird, da geht es nicht mehr um die spirituelle Dimension, es geht nicht um die ethische Dimension, es geht nicht um die Frage nach Beziehung zu Gott, nach Sehnsucht, nach dem Transzendenten, nach transzendenten Erfahrungen und so weiter. Das spielt immer weniger eine Rolle. Und was eher zentral eine Rolle spielt, ist alles, was identitätsstiftend ist, weil immer mehr junge Menschen im Islam eben das finden, wonach sie suchen, diese Orientierung. Ich würde hier vielleicht in dem Punkt kurz, vielleicht Frau Schröter, in einem Punkt nicht ganz widersprechen, aber ein bisschen relativieren aus meiner Sicht jetzt, was sie gesagt hat, dass es nicht ausschließlich auf eine Reaktion der Ablehnung, Entschuldigung, das hast du so nicht gesagt, du hast es genau so kritisiert sogar. Also ist es nicht von Islamisten konstruierte Identität, die so nicht gab, ist es auch nicht als eine Reaktion, also wie andere das, sie reduzieren das auf eine Reaktion auf Nicht-Anerkennung durch die Gesellschaft, sondern ich sehe mehr darin ein eher postmodernes Phänomen, von dem alle betroffen sind, unabhängig von Religionszugehörigkeit, auch in der sogenannten nicht-muslimischen oder jetzt sage ich es Mehrheitsgesellschaft, also der deutschen europäischen Gesellschaft, die ist genauso betroffen von diesem postmodernen Phänomen, die Suche nach Orientierung, die man in einer postmodernen Welt, wo viele Möglichkeiten offen liegen, man diese Orientierung, Klarheit, nach der viele gerade Jugendliche suchen, nicht finden. Und deshalb sucht man nach Klarheit, nach klaren Antworten. Und das macht ja der Fundamentalismus. Das macht der Fundamentalismus attraktiv, dass er klare Antworten anbietet. So ist es. Das ist richtig, das ist falsch, schwarz-weiß. Das ist für diejenigen, die auf Suche nach Orientierung einfach. Aber die Rede von Spiritualität und Reflexion und Offenheit und ethischen Grundsätze, das hört sich so etwas offen an und damit können immer weniger gerade Jugendliche was anfangen. Und das ist in meinen Augen eher die große Herausforderung. Und vor allem dann, wenn ich die eigene Tradition, wie gesagt, nicht kenne und angewiesen bin auf das Projizieren eines Feindbildes im anderen, dann sucht man, wie gesagt, nach seiner Identität nicht aktiv, um zu sagen, wer bin ich, sondern man sucht immer nach dem Feindbild im anderen. Man projiziert immer ein Feindbild im anderen. Und da hat Susanne Schröter auch recht, wenn sie sagt, diese Karte, würde ich nur sagen, die ist nicht die Erfindung von dem politischen Islam, aber diese Karte macht sich der politische Islam zu eigen und spielt damit. Dass er sieht, dass junge Menschen auf der Suche sind und junge Menschen eher leichter zu gewinnen, wenn man im anderen das Feindbild projiziert, dann nutzen sie diese Karte und versuchen genau da zu überbetonen, wie
feindselig der andere ist. Und dann wird nur mehr gepostet, wenn irgendwo ein Zwischenfall passiert, wo ein Muslim diskriminiert wurde oder eine Frau mit Kopftuch irgendwie negativ behandelt wurde, angeschrien, angespuckt, beschimpft wurde, wird das so zentral dargestellt, als wäre das der Westen. Schaut mal, wie der Westen Muslime behandelt. Es werden so Pauschalsätze gemacht. Dazu gehört genauso die Rede von Islamophobie, von sie hassen euch, sie wollen euch nicht. Der Westen pauschal hat etwas gegen Islam. Das sind die typischen Karten des politischen Islams. Und er hat Erfolg damit, weil er diese Lücke ausnutzt, dass die jungen Menschen auf der Suche nach Orientierung sind. Und das macht der Fundament und das macht der Salafismus auch attraktiv für auch nicht Muslime. Also schauen Sie sich an, wer die führenden Köpfe in Deutschland des Salafismus, das sind ja nicht gerade Muslime, sondern Konvertierte. Aber wie gesagt, deshalb meine These, dass das ein eher postmodernes Phänomen in einer postmodernen Gesellschaft, die keine Klarheit mehr bietet zur Orientierung. Und dann finden Menschen, die auf der Suche sind, die nicht navigieren können durch die Vielfalt an Angeboten, auch an Werteangeboten, finden sie dann im Fundamentalismus das, wonach sie suchen. Nur drei Sätze jetzt abschließend zu der Frage nach den Herausforderungen. Jetzt waren das eher an muslimischer Seite. Im Vordergrund steht für mich die Frage nach, also neben der Frage nach der, also herauskommen aus patriarchalischen Strukturen, man muss sie reflektieren, sein eigenes Verhalten, seine eigenen Einstellungen immer wieder reflektieren, um diese patriarchalischen Strukturen zu dekonstruieren, ist die Hauptherausforderung auf der anderen Seite, wie gesagt, die Frage nach dem Selbstbewusstsein, weiß ich, wer ich bin, oder bin ich angewiesen auf ein Feindbild, um zu sagen, ich bin der, der sich vor dem schützen muss, oder kann ich mich aktiv definieren? Das ist in meinen Augen die größte Herausforderung, die wiederum vom sogenannten politischen Islam, der das Ziel letztendlich hat, Macht auszuüben, die Gesellschaft zu beherrschen und deshalb auch den Islam so versteht als ein Kontrollinstrument. Und genau das wird, diese Suche nach Identität wird hier ausgenutzt. Der letzte Punkt war, wie gesagt, die Herausforderungen an die nicht-muslimische Seite. Also was muss sich hier ändern? Wo sind die Probleme, die es erschweren, dass ein Islam verstanden im Sinne der Barmherzigkeit, dass der sich durchsetzt? Erstens, wir haben auch in der nicht-muslimischen Gesellschaft das Problem der Bereitschaft, ein differenziertes Bild vom Islam auch zu akzeptieren. Ich erlebe das selbst auch in vielen meine Vorträge oder Auftritte, dass mir dann gesagt wird, ja, das hört sich alles schön und gut, aber das ist nicht der Islam. Der Islam ist das andere, was wir sonst, vor dem wir Angst haben. Also immer dieser Islam ist nur das, was man sonst mit dem 11. September assoziiert, mit den negativen Sachen und alles andere, kann nicht der Islam sein. Schön und gut, was der Herr Khurshid das macht, aber der soll er was anders nennen, aber nicht Islam. Also die fehlende Bereitschaft, einen differenzierten Blick zu werfen und zu akzeptieren, dass es eine Bandbreite gibt, auch wenn das, was uns vermittelt wird, eher zum Teil ein eher negatives Bild vom Islam entwirft. Aber das ist lange noch nicht alles. Und das ist nicht die ganze Geschichte. In meinen Augen, um hier zu kürzen, möchte ich nicht auf viele Punkte eingehen, nur auf einen Punkt. Genau dasselbe Problem haben wir auch auf der Seite der nicht-muslimischen Gesellschaft, einer postmodernen Gesellschaft, die Frage nach dem Selbstbewusstsein, nach der Identität, ist genau dieselbe Herausforderung. Warum haben wir Angst vor dem Islam, vor der Ankunft der Muslime hier? Es geht nicht immer um eine real begründete Angst, sondern es geht auch hier um die Frage nach der Suche, wer sind wir eigentlich? Es ist nicht mehr die Suche nach dem Wir. Und deshalb würde ich nur abschließend als Resümee von dem Ganzen sagen, wir brauchen mehr Reibungsflächen, weil nur dann wächst man. Wir sehen ja, dass dort die Ängste vor dem Islam am stärksten in Deutschland sind, in den Bundesländern, in den Städten, wo kaum Muslime leben. Das heißt, dort, wo keine Reibungsflächen da sind, wo man sich nicht begegnet, gibt es Ängste, gibt es Herausforderungen. Wir brauchen mehr Räume der Begegnung, aber auch Räume des Streits. Und das setzt aber alles voraus, dass man mit diesem Selbstbewusstsein kommt,
dass ich mit in der Begegnung nicht dem anderen begegne und mit dem Gedanken, ich muss mich schützen vor ihm, sondern ich möchte mich selbst auch entwickeln. Und ich sehe die Begegnung diese Begegnung als Reibungsfläche. Deshalb brauchen wir mehr Selbstbewusstsein, mehr Reibungsflächen, weniger Apologetik und weniger ein Opferdiskurs auf beiden Seiten. Weniger ein Opferdiskurs. Ich glaube, Hamad Samad wird mehr auch auf das eingehen, wo auch immer wieder Recht hat, wenn er da, also uns Muslime gerade kritisiert und sagt, ihr werdet sehr schnell gekränkt. Also er reagiert auf Kritik, die zum Teil berechtigt ist, aber auch wenn sie nicht berechtigt ist, reagiert er immer emotional mit Kränkung, mit Beleidigtsein. Und das ist ein typischer Opferdiskurs. Dann entwickelt man sich nicht, man kommt nicht nach vorne. Allein auch die Kritik an solchen Veranstaltungen, wenn sie nur emotional geführt werden, wenn gesagt wird, ja, Islamkritik, das bringt uns nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist, sich die Argumente anzuhören, sie ernst zu nehmen. Wenn man nicht damit einverstanden ist, dann muss man mit Gegenargumenten belegen, warum man nicht damit einverstanden ist. Wenn man der Meinung ist, dies und jenes stimmt nicht, was Frau Schröter sagt oder Hamad Abdul Samad oder Volker Beck oder wer immer jetzt, was sagt, dass man mit Argumenten auf das eingeht und sagt, warum bin ich mit Argumenten, also argumentativ, warum bin ich nicht davon überzeugt oder bin anderer Meinung, aber das setzt ein starkes Selbstbewusstsein voraus, dass man weiß, überhaupt für sich weiß, warum bin ich eine andere Meinung und nicht darauf emotional reagieren. Es gibt einiges noch dazu zu sagen. Ich lasse vielleicht einen provokanten Satz, weil ich weiß, dass darüber noch diskutiert wird heute. Deshalb bin ich auch jemand, der sich für den islamischen Religionsunterricht einsetzt, obwohl ich weiß, dass viele auch gegen einen bekenntnisgebundenen Unterricht sind, weil ich darin die einzige Chance sehe, dass Muslime einen reflektierten Zugang, gerade Jugendliche, einen reflektierten Zugang zu ihrem Glauben finden. Wo sonst? Also wenn wir den Religionsunterricht abschaffen und immer mehr sich mit dem Islam identifizieren und immer weniger wissen, was das ist, wo haben sie sonst Räume zu reflektieren, was ist der Islam mit entsprechenden wissenschaftlichen, rationalen Standards, wenn nicht in der Schule, im Religionsunterricht. Unterricht, aber darüber werden wir sicher noch im Laufe des Tages diskutieren und vielleicht auch konstruktiv streiten. Ich danke Ihnen erst einmal für das Zuhören.